So, ein paar von denen einsacken, damit da nichts passiert. Ich hätte aber auch ganz gerne jemanden mit einem Motion Scanner hier. Motion Tracker, kein weiterer Trupp in der Nähe. Auf der linken Seite. Die Sniper bleiben sowas von hier oben. Das ist. Rocketeer. Hätte ich gerne in einer erhöhten Position, aber sollte auch mit vorrücken, weil auch die Raketen haben eine begrenzte Reichweite. Scout Nummer 2. Guckt sich mal die rechte Seite an. Motion Tracker. Nö, mir scheint auch nichts zu sein. Ich würde gerne weiter vorrücken, auch ohne Deckung, aber ich weiß halt nicht, wie weit, weil der Motion Tracker nicht immer 100% sicher ist. Also er ist schon sicher in seinem Bereich, aber wenn ich jetzt wirklich hier hingehe, erweitert sich ja der Bereich und dann könnte da gerade einer stehen und dann, ne, problematisch. Aber ich gehe, glaube ich, mal hier, um den dann zu retten. Du bleibst da. Du bleibst da. Befreist den. 3:3. Drin ist noch einer, aber so weit vor will ich nicht. Geh mal da ein und lad einfach nur nach. So. Okay. Ah, 2 pro Runde ist nicht gut. Da müssen wir ja, da kommen wir nicht durch. Wir können also entweder nur darum weiter. Ja, wurde auch nichts aufgedeckt. Ja, oder hier rum weiter. Gehe ich doch mal hier rum und schnapp mir die da. 4:5. Da oben ist auch noch einer, aber 2 sogar, aber da extra hinlaufen, nee. Kann man da hoch? Das sieht gut aus. Hinter dem Hai verstecken ist, glaube ich, keine gute Idee. Da war früher ein Chrysalid drin. Also aus einer total anderen Karte am anderen Ende der Welt. Da irgendwo. Ist alles doof hier mit dem ganzen Feuer. Das ist wohl echt in den Hai, ha? Huh? Ist da oben auf dem Dachdeckung? Nö. Geht da ohne richtige Deckung Richtung Norden hin und mach hier Steady Weapon für nächste Runde. Du schaust dich da rechts um. So, wir haben noch die Sniper, wir haben noch die Assault, den Assault hier. Bleibt da in Sicherheit. Hier sind noch die beiden Sniper. Okay. Steady 1, Steady 2. Und Käffchen. Bleiben echt dabei, ja? 7 Leute sind auf der Karte. 2 davon sind bei mir auf dem Boot. Uff, da oben ist einer. Also, weil irgendwann müssten die ja keine mehr in ihrer Nähe haben. Das wäre so mein Gedanke. Track mal Motion hier hinten. Ah, da sind sie. Okay, wo ist der weiße Punkt hier? Das bist du. Und nördlich von dir. Ja, da wo die toten Zivilisten liegen. Da sind die Gegner. Macht Sinn irgendwie, ne?
Das heißt, ich würde eigentlich ganz gerne die Deckung hier oben mitnehmen. Aber es ist so ein Zweierschritt, würde ich sagen. Na, nicht aufgedeckt. Okay. Hinten ist noch ein Zivilist. Gut. Sniper gehe ich noch nicht in Steady Weapon Modus, weil. Okay. Weil eventuell decke ich ja aus Versehen jemanden auf und dann würde ich ganz gerne mit dem Sniper noch schießen können. So, jetzt wo ich weiß, wo wir vermutlich gegen die Gegner kämpfen werden, nämlich hier so in dem Bereich, kann ich meinen Raketenwerfer schon mal entsprechend positionieren. Wenn ich hier in dem Hai stehe, werde ich nicht ordentlich drumherum schießen können, wegen dem Pfosten hier, bin ich mir relativ sicher. Das heißt, kommst du mal auch hier hinten hin. So, Snipers über und du gehst auf jeden Fall in Overwatch. Nur für den Fall, dass die Richtung Süden kommen. Zusammen. Hi. Hi. Zusammen mit dir im Overwatch. Und dir. Jetzt der Weapon. Ja, besser. Wie? Moment mal. Da muss noch ein Trupp sein. Außer die Spielmechanik ist wirklich so, dass wenn x Trupps noch auf der Karte sind, unaufgedeckt, dass dann einfach random Zivilisten auf der Karte umfallen. Das wäre mau. Sniper. 100% auf den Großen, 100% auf den Kleinen. Nein, geh auf den Großen. Mit Precision Shot. Klein machen wir erst weg, wenn die versuchen, Schild zu machen. Ach ja, und soviel zu meiner Prognose, wo wir gegen den Feind kämpfen. Ne? Die haben sich ja doch ein wenig zu sehr... Oh, das ist irgendwie ein Shot. Doch ein wenig zu sehr Richtung Osten. Wo zielst du hin, verdammt? Immer diese Trickshots. So, du. Okay, warum geht's da nicht hoch? Weil nur da hinten eine Leiter ist und da kommst du nicht hin so schnell. Okay. Prozent. Ja. Das ist viel zu weit weg. Alle viel zu weit weg. Ja, wobei, vielleicht von hier aus kann ich schräg auf einen von denen schießen. Nö. Dann... Ja, vielleicht? Nächste Runde also, ja. Einfach in die Richtung weiterlaufen. Wir haben ja auch kein wirkliches Problem in dieser Runde, die jetzt kommen wird vom Feind. Weil er disabled ist. Das heißt, nur die beiden können was Ordentliches machen. Ah. 50-50. Oh, ist okay. Da habe ich kein Problem mit, wenn es bei 50-50 daneben geht. Wenn es bei 85% plus daneben geht, dann schon eher. Na, ich muss weiter vorrücken. Ich hätte die Zivilisten noch gerne mitgenommen, aber soll wohl nicht sein. Die Deckung da bitte. Hallo, bye bye. Oh, mit dir kann ich das machen, richtig? Ich hüpfe erstmal dahin, bin dann im Radius von ihr und kann dann von da aus dann weiter zur Deckung. Oder auch nicht. Danke fürs näher rankommen. Jetzt hätte ich gerne noch ein Schild. Dass er entgegenkommt.
machst irgendwas Sinnloses. Das war nicht sinnlos. Na gut, man kann nicht alles haben. Priorität 1, Sektoid, der das Schild erschafft. Weg, Sniper. Das wärst du. Er ist ausgeschaltet. Brauche Nachschub. Dann nicht den taggen, sondern den Bot taggen. Position confirmed. Wirklich den Bot taggen? Ich glaube, Bot ist eigentlich schon kaputt, ohne es zu wissen. Ja, dann tag lieber den Kleinen, damit... Wen sieht unser anderer Sniper? Da sollte ich mich drauf. 89% auf den Kleinen. Ja, okay, der ist auch weg. Quietsch. So, und jetzt müsste eigentlich noch ein Trupp da sein, der zwei Zivilisten gekillt hat. Ja. Reload. Steady. Nicht zu weit vorrücken wegen eventueller Aufdecken. Ja, bleib einfach mal hier. Oh, ein Disc. Disc mit Floatern. Ja, damit können wir umgehen, hm? Ich hätte vielleicht mit den Snipern vorher nachladen sollen. Gehen wir mal einen Ticken vor für ein bisschen mehr Treffersicherheit. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja. 2x54% auf den bitte. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Oh weia. Oh weia, 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 weia. Ich muss den Großen eigentlich suppressen, ha? Huh? Shredder Rocket 100. Ja, vorbei. Den muss ich nicht schreddern, den muss ich einfach nur feuern. So. Hurra! Dann au. Wer muss schon schreddern, wenn er 10 Schaden damit machen kann? Ist später aber definitiv ein Faktor, ne? Das ist mit dem Schreddern. Jetzt anscheinend geht es noch ohne. Bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber es geht. Ja, du kannst nichts machen. Kann weitergehen. 100% auf den Kleinen. Hat nur die Disc. Die Disc braucht 2 Schüsse noch, würde ich sagen. Oh ne, ein. Die hat nur ganz wenig. Dann Seduction, Heldenaktion, ohne Deckung hinstellen und aus der Hüfte die Disc wegballern. Uff. Oh. ich bin sehr stark davon ausgegangen, dass es die letzte Einheit auf der Karte ist. Overwatch? Voy hacia allá. Ach stimmt, die Floater hatte ich ja vorhin schon gehört. Wo sind die? Jetzt musst du noch nachladen. Rock'n'Roll.
Also du musst auf jeden Fall weg. Ich will nicht, dass du irgendwie random hier weggeschossen wirst. Du bist jetzt eh für einen Monat oder so außer Gefecht. Das ist... So. Du kannst mal sie retten. Ja, 5 zu 9 ist jetzt nicht so eine tolle Quote. Ja, diesmal ist auch wirklich ein Schiff da hinten, ne? Overwatch. 6 zu 9 ist immer noch nicht wirklich gut. Ne, hier können sie nicht rumgeißen, wären sie aufgefallen. Die müssen echt da hinten in der Ecke hocken und warten. Sonst hätten sie hier hinten Zivilisten schon getötet. Ja gut, stimmt. Rücken wir in die Richtung vor. Schön mit Overwatch, lassen uns Zeit, jetzt wo sie keine Zivilisten mehr töten können. Oder kaum noch welche. Ja, lassen sie. Okay, das heißt, dich dahin. Das ist ein Ticken zu gefährlich da, oder? Können wir aber bei der Seite rausfliegen. Ist. Na komm. Ist es halt gefährlich. Was sind nur Floater? Könnt ihr auch ohne Deckung vorsehen, keiner von denen ausgelöst wird. Wobei ich irgendwie das Bedürfnis habe, die Wand hier wegzusprengen mit einer Rakete oder einer Granate und dann mit allen reinzufeuern, weil die werden hier drin sein. Aber das ist ein zu großes Risiko. Genau, du ebenfalls in die Richtung. Aber Overwatch, falls jemand rausflitzt. Overwatch. Steady oder Overwatch? Nee, auch Overwatch. Und Sniperle sind beide durchgeladen. Und gesteadied. Du bleibst da hinten. Oh, super. Und sogar gestaffelt, richtig? Mach die Wand weg. Mach die Wand weg. Ah. Haben nicht so viele geschossen, wie ich dachte, dass sie schießen würden. Rocket. Das ist ein Zivilist, ne? Ah, was machst du da, Zivilist? Außen will ich die Leichen haben. Ah. 60% mal 2. X-ray neutralized. Weg. Und. Irgendwie ist gerade das mit dem Ziel schon komisch. Erstmal gucken sie in die falsche Richtung, dann ist dann so ein Leck drin quasi. Aber sie töten. Ja, kann das ruhig ein bisschen laggy sein. Die Sniper sehen nichts, ne? Ja. Wo stehst du? Oh ja, geh mal. Da lang kannst du 38%. Oh. Unerwartet. Aber einer wird da noch leben und der kommt gleich um die Ecke geflitzt. Das heißt, den müssen wir töten. Deswegen gehe ich mit. Ne, die können nicht so weit in Overwatch gehen, ne? Ich teste dann mit einem von denen, aber ich glaube, das ging nicht. Und der andere macht dann Steady. Ich hoffe, du kannst hier die Treppe auch hochschießen. Der macht nichts. Ja. Das ist dann kein Problem.